Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es um das Auslitern von Patronen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Was braucht man alles zum Auslitern von Patronen? Ich muss ja diese ausgeliterte Menge von dieser Patrone im Berechnungsprogramm Quickload angeben, also muss ich es halbwegs genau machen. Man braucht also leere Patronen, die müssen geformt sein, das heißt abgeschossen aus dem Gewehr für das ihr die Patronen herstellt. Und sie müssen auch kalibriert sein, halskalibriert, weil das ist dann die ungefähre Größe, die es zum Schluss hat. Und sie müssen gezündert sein. Na, also eine ganz normal hergestellte Patrone, die gezündert ist. Dann braucht ihr eine Spritze. Na, so eine kleine Plastikspritze reicht völlig aus. Dann braucht ihr Wasser und dort muss ein bisschen Spüle drin sein. Aber wirklich nur ein ganz klein bisschen und das muss 20 Grad haben. Komme ich gleich noch zu. Ihr braucht eine Waage, eine elektronische Waage, die halbwegs genau ist. Ich schalte die schon mal ein hier in der Zwischenzeit. Und ja, ein Zettel, wo ihr die Ergebnisse raufschreibt, braucht ihr auch noch. Wenn ihr das Wasser genau temperiert, müsst ihr das auch messen. Ich habe hier ein Messgerät dabei, denn Wasser hat natürlich unterschiedliche Dichte. Je nachdem, ob ich 30 Grad warmes Wasser nehme, 20 oder 10 Grad. Aber es muss oben die 20 Grad haben, das ist dann schon genau genug. Ich überprüfe das nochmal. Jetzt messe ich als erstes die Patronen. Ich habe jetzt hier Nummern drauf geschrieben, zumindest auf der einen steht schon eine 1. Das heißt, ich setze die drauf und schreibe auf, was die wiegt. 21,86 Gramm. Patrone 2, 21,88. Ah, die sind ja alle ein bisschen unterschiedlich. Normalerweise messe ich mal 5, 6 Stück, aber hier für das Video reicht das aus. Im nächsten Schritt fülle ich die Patrone mit Wasser. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Ich ziehe die Spritze auf und gebe das langsam rein, damit sie auch keine Luftblasen bilden. Wenn sie fast voll ist, ja, ich weiß ungefähr, wie viel reinkommt, stoße ich die nochmal sicherheitshalber auf und dann fülle ich die komplett voll. Das kann man zum Schluss tropfenweise machen. Meistens hat man oben am Ende, wenn es voll ist, ein paar Bläschen hier drauf. Jetzt mache ich Folgendes, einfach mit dem Finger nehme ich die Bläschen ab. Ja, die gehen dann kaputt. Jetzt fülle ich das weiter auf und gucke, dass es ganz gerade ist. Das heißt, ich überprüfe das gleich nochmal und gucke von der Seite. Jo, es ist ganz gerade. Das heißt, jetzt kann ich die Patrone messen. Habe ich 29,35. Das ist die Patrone 2, 29,35. Und das gleiche mache ich jetzt mit der Patrone 1. Wenn ich die vermessen habe, dann rechne ich die Differenz aus. Das sind hier zum Beispiel 7,47 Gramm. Ich muss jetzt noch die Gramm in die Gren umrechnen und das sind jetzt 115 28 Gren, also diese 7,47 Gramm habe ich jetzt umgerechnet. Der Faktor ist 15,4324. Also das ist 1 Gramm, sind 15,4324 Gren. Jetzt habe ich das in Gren und in Gramm und je nachdem, wie ich das eintragen will, habe ich beide Daten. Jetzt gucke ich natürlich, wo sind die Abweichungen zwischen den einzelnen Patronen und suche mir entweder den Mittelwert aus oder den, wo ich die Extreme schon weggenommen habe. Damit habe ich jetzt die Patronen ausgeliefert und kann mit dem genauen Wert des Inhalts, also des Volumens, weiterrechnen und kriege deutlich genauere Angaben. Das war's schon wieder. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Falls euch das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.